So, wir sind hier in der Lage Oberemmler Karlsberg. Diese Lage wird ungefähr seit 200 Jahren mit Reben bepflanzt. Und hier haben wir es mit etwas schwereren Böden zu tun gegenüber unseren Spitzenlagen, wo der Schiefer doch mehr dominiert. Hier haben wir eine leichte Tiefgründigkeit im Boden. Daher haben wir hier versucht, vor 30 Jahren mit dem Anbau von den Burgundersorten zu beginnen. Zuerst war da der Spätburgunder, dann haben wir Weißburgunder und Grauburgunder nachgesetzt. Mittlerweile haben wir ja auch eine Parzelle mit Gewürztraminer, was in der Saar ganz, ganz selten ist. Ja, und diese Weine erfreuen einen jedes Jahr aufs Neue, weil sie sich doch charakteristisch von unseren Rieslingen abheben und wir so einige Nischen besetzen konnten, die wir ohne diese Lage nie hätten anders besetzen können. Beschreibt die Weine noch mal im Geschmack hier. Ja, hier haben wir es vom Geschmack her mit etwas völligeren Weinen zu tun. Die Weine haben mehr Breite und auch von den Nuancen her ganz anders wie der schlanke mineralische Riesling, den wir aus den Spitzenlagen ernten.